Mein Name ist Sophia. Ich bin 21 Jahre alt und bin Verwaltungswirtin im ersten Jahr bei der Stadt Karlsruhe. Das, was so viel bedeutet, wir arbeiten viel mit Recht, haben viel mit Gesetzen zu tun und sind halt tatsächlich Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger im Vergleich zu den Kaufleuten für Büromanagement, die tatsächlich einfach so der Dreh- und Angelpunkt in Vorzimmern und Sekretariaten spielen. Ich bin Daniel, ich bin 21 Jahre alt und ich bin jetzt gerade mit dem dualen Studium Bachelor of Arts Public Management fertig und bin jetzt als frische Nachwuchskraft in der Stadtkämmerei eingestiegen. Um das kurz zu erklären, wir kümmern uns da um die ganzen Finanzen der Stadtverwaltung und viele denken vielleicht, Finanzen wäre trocken oder so, aber ich kann euch garantieren, es ist nicht so wie die Mathe in der Schule. Mein Name ist Aileen Kara, ich bin 17 Jahre alt und ich bin im ersten Lehrjahr als Kauffrau für Büromanagement. Also ich als Kauffrau für Büromanagement bin für alle so eine helfende Hand. Also ich kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, alle können auf mich zukommen. Ich bin jetzt nicht nur zum Beispiel für eine Sache tätig. Also das Bewerbungsgespräch lief eigentlich ganz locker ab. Ich wurde halt vorher abgeholt sozusagen und kurz instruiert und gesagt, wer alles dabei sitzt, dass ich mir keine Gedanken machen brauche, sind alles nette Menschen. Sagt auch ein bisschen was über die Stadt aus, wenn die Leute tatsächlich authentisch sind und so sind, wie sie sich geben, finde ich ganz wichtig. Die erste Woche war schon ganz toll, das war die Einführungswoche, da hat man nochmal so einen Einblick in die Ausbildung bekommen und das hat einem auch Sicherheit gegeben, man wurde nicht direkt ins kalte Wasser geworfen. Was mir an meinem Beruf am allerbesten gefällt, ist einfach der Umgang mit anderen Menschen. Man hat hier so ein riesen Netzwerk, ich lerne wirklich täglich neue Leute kennen und so baut man sich auch wirklich sein Netzwerk auf. Die waren gleich herzlich, die haben mir gleich Aufgaben erteilt, die ich auch selbstständig ohne Hilfe machen kann und selbst schon, wenn ich Fehler gemacht habe. Die beste Antwort immer, wir sind hier nicht im OP, es stirbt keiner. Alle sind auf Augenhöhe und jeder grüßt sich auch immer auf dem Flur. Das Übernahmegespräch war auch total locker. Dann im Endeffekt hat jeder seine Wunschstelle bekommen und ist da gelandet, wo er wirklich hin wollte. Man hat einen festen Ansprechpartner, an dem man sich wenden kann, wenn man irgendwelche Probleme hat oder Anregungen hat. Ich habe direkt von Anfang an gemerkt, dass die Stadt Karlsruhe wirklich sehr viel Wert auf die Ausbildung legt und da auch sehr viel wirklich reinsteckt und uns Auszubildende auch sehr viel gibt. Das habe ich direkt gemerkt durch die ganze Fortbildung, die ich schon im ersten Jahr miterlebt habe. Ein weiteres Highlight von mir war die Ausbildungsmesse in der DM-Arena und das war so ein toller Tag. Ich konnte mit so vielen Menschen sprechen, wo es sich eben auch für die Ausbildung interessiert haben. Ich konnte wirklich erzählen, weshalb es mir so gut gefällt und die auch teilweise wirklich überzeugen, sich dann im Endeffekt vielleicht bei der Stadtverwaltung Karlsruhe zu bewerben. Bei der Stadt Karlsruhe kann man tatsächlich Karriere machen. Ich habe jemanden vor Augen, der hat als Lehrling angefangen und ist jetzt vor kurzem als Direktor in den Ruhestand verabschiedet worden. Wir bieten alle Möglichkeiten für die Auszubildenden und sie haben es selbst in der Hand. Ich würde mich immer noch mal für die Stadt Karlsruhe entscheiden. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Arbeitgeber. Haben wir ein Match? Setzt den Swipen ein Ende. Kommt zu uns. Wir freuen uns. Auf dich.